Hallo und herzlich willkommen zurück bei BioShock. Tja, in der letzten Folge haben wir den Point Prometheus betreten und Frank Fontaine ist wie eine feige Ratte hier vor uns abgehauen und wir müssen uns jetzt optisch Big Daddy yen, damit wir da reinkommen. Und hier haben wir schon eine Leiche von diesen Typen. Wir brauchen eine Anzugsteuerung. Siehst du das Steuersystem für den Anzug? Sehr gut. Nimm es dir. Das ist der erste Schritt, um selbst so ein abscheulicher Big Daddy zu werden. Du kommst nur durch die Tür, durch die Fontaine gerade abgehauen ist, wenn eine Little Sister sie für dich öffnet. Und die Little Sisters vertrauen dir nur, wenn du wie einer von diesen ekelhaften Brechern aussiehst, klingst und riechst. Tja. Das sind ziemlich viele Komponenten. So, was haben wir hier liegen? Ein Verbandskasten. Und hier haben wir außerdem noch die letzte, vorletzte Waffen-Upgrade-Station. Schadenssteigerung. Ja, wäre vielleicht besser. Zahnräder. Ja, ist ja gut. Ungeduld. Die größte Lüge der Welt. Was ist das brutalste und obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Deine Stadt. Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Ja. Nein. Das Instrument, mit dem all diese Großheit erschaffen wurde. Wenn man allein ist, schlägt die Zeit dahin. Ist unser Geld etwa voll? Tatsächlich. Drecksack. Ich hab doch gelebt. Okay. Ein Kalmar. Tintenfisch, wie auch immer. Ah. Können wir nicht mitnehmen, weil wir bereits voll sind. Little Wonders. Wir haben die Kleinen von Anfang an auf bestimmte Duftstoffe geprägt. Auf die Pheromone. Aber man kann sich das nicht einfach draufstatschen wie Aftershave. Man benötigt drei Durchgänge einer professionellen Beschichtung mit dem Zeug. Dann wirkst du so anziehend auf die Kleinen wie Nektar auf Bienen. Hier musst du dir die drei Pheromone zusammensuchen, damit du hinterher so widerlich stinkst wie ein Big Daddy. Vielen Dank auch. Ja, scheiß was. So, ich kann jetzt, hab jetzt wohl auszusehen, den Typ hier deaktiviert und hier grillt irgendwo ein Big Daddy rum. Boah, noch so ein scheiß Automat. Ich glaube, hier geht's nicht so gut durch. Du haltest übertrieben, Kleiner. Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich zum Haus der Gänsemutter gehen und es auseinandernehmen. Stück für Stück. Also wirst du nicht kommen, Frankie. Gut, ich werde es wohl einfach riskieren müssen. Scheiß was drauf. Wir versuchen durch dieses Fenster zu klettern. So, und jetzt schnell. Oh ne. Kommt hier echt nicht durch. Flucht. So. Muss man eben was anderes finden. Oh, Mary.
Okay, müssen wir eben von woanders irgendwo reinkommen. Ja, wir nehmen die Treppe hier nach oben. So, hier rauf. Mendel Memorial Library. Das sparen wir uns noch auf. Ah, Little Wonders. Da kommen wir über den oberen Eingang rein. Da oben sehe ich was leuchten. Aha. The fuck. So, du wirst umgedreht. Arbeitest du für uns? Ah, Gatherer's Garden. Gesundheits- und Eve-Upgrade. Könnten wir uns erst eins von leisten? Tja, Der Rest wäre noch so ein Bonus höchstens. Wir lassen das mal noch in Ruhe. Uiuiuiui. Ja, wir benutzen mal einen Auto-Hacker. So. So ein Big Daddy. Ja, noch eine Steuerung. Nicht verkehrt. So, Little Wonders. Toll. Blöde Kammer. Okay. Lappe da oben. 142 Dollar von mir aus. Dann haben wir endlich wieder Platz in der Börse. So. Komm dein Geld mit. Wie geht's, Zigarette? Nachdem Ryan die Kontrolle übernommen hatte, haben sie hier diese widerlichen Golems, diese Frankensteine erschaffen. Suche die Einzelteile des Anzugs. Und führe die Little Sisters. Verstehe. Es gibt verschiedene Bereiche, in denen wir verschiedene Teile von Big Daddy finden. Aber naja, es hat noch Zeit. Ah. Ein bisschen nass hier, aber egal. Ah, da hinten leuchtet schon die erste Duftprobe. Auto-Hacker. So, was habt ihr hier im Angebot? Hm? Oh ja, Müllschrott. Brauchen wir. Ja, das finden wir auch so. Gut. Okay. Toll. Eisige Houdini-Splicer. Schweine, geht mir auf die Nerven. So. Dann guck mal, wen haben wir denn hier? Ja, das Glück, dass hier noch Splicer in der Gegend sind. Die werde ich mich mal zuerst kümmern. Obwohl. Nö.
So, jetzt haben wir hier das Ding erreicht, was wir auf der anderen Seite gesehen haben. Hä? Gut. Geh kaputt. Ah, verdammt. Hab zu viel Zeit verschwendet. Hör auf hier. Wow. Aha. Was habt ihr hier noch drin? Nee. Sieht auf jeden Fall ein bisschen martialisch aus. So, hier war ich drin. Wir wechseln mal wieder auf die normale 00 Munition. Leiche. Das ist doch klar. Das ist nur ein Kind. So. Stockwerk 1, 2, 3. Was sind denn das hier für bescheuerte Splicer? Verdammt. Was ist das denn hier? Aha. Eine Essensausgabe. Ach so. Weiblichen Tasten. Ja. Klappt das nicht. Los, den mehr zu futtern. Ich höre eine Little Sister. Hast du mir mein Baby weggenommen? Dann gnade dir. Wo rühren Sie dich? Bist du das, die hier ständig rumquatscht? Wie so eine Irre? Heißt ja eigentlich wie eine Irre, die sind's doch. So, zwei E-Spritzen. Ah, eine zweite Probe, jetzt brauchen wir noch eine. Okay, hier kommen wir wieder in diesen Raum rein. Der ist zu. Oh fuck. Sicherheitskamera. Du hast hier jetzt eine Sicherheitskamera. Komm schon, irgendwo muss doch hier dieser Ausschalter sein. Hier oben vielleicht. Ich wollte niemanden verletzen. Wo sind jetzt alle her? Ich gut, hier oben war ich noch nicht, aber... So, lass mal unsichtbar werden, bis der Alarm vorbei ist. Ich habe keine Ahnung, welche... Ja, Sicherheitskamera mich entdeckt haben soll. Aber auf jeden Fall habe ich schon die dritte Duftprobe entdeckt. Die schmeißen wir uns gleich auf. Ach. Perfekte Widerling, herrlich. Du spielst ein schwaches Blatt, Kleiner. Du bist nur zu gespleist, um es zu merken. Schleich dich lieber nach Hause zu deiner Gänsemutter. Andernfalls wirst du gleich Dreck fressen. Fontaine, du kannst immer nur reden. Warum nur Mädchen? Ich weiß, warum es Kinder sein müssen. Aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen. Auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette.
Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. So, ionisches Skill haben wir auch noch. Viel Spaß. Ein elektrischer Stuhl. Was ähnliches ist es ja. $121. Okay, komm, Kleine. Das ist gut. Ja, los. Danke. Na komm. Gut. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt sämtliche Duftproben. Ich glaube, hier drin gibt es nicht mehr viel. Wir gucken trotzdem nochmal nach oben. Muss ich sie vergewissern. Dieses Kind gehört niemandem, klar. Irres Pack. Wusste ich doch, die Leiche habe ich dann auch nie gesehen. Ich konnte mich nicht erinnern, die da hingeworfen zu haben. Jetzt legen die sich schon von selbst da irgendwo hin. Haupthalle, ja. Gut. Wenn ich mir das jetzt hier so ansehe, würde ich sagen, wir haben diesen Bereich abgeschlossen. So, was haben wir hier noch? Wir kaufen noch ein bisschen Munition nach. Ein Verbandskasten, klar, warum nicht? So. Gut. Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Markt, den freien Willen und freie Menschen. So, dann sind wir jetzt hier bei den Anzügen. So, man wird erst desinfiziert oder gereinigt, wie auch immer. Und du bist nicht tot. Verdammter Spider-Splicer. Verarschen kann ich mich selber. So. Candidate Conversion. Hier werden die Kandidaten für den Big Daddy rausgepickt. Hä? Hä? Jetzt hast du den anderen Automat erledigt, du dummes Ding. Dumme Maschinen. Okay, was haben wir hier? Die Stiefel. Ich war mir so sicher, dass die Stiefel hier sind. Verdammt. Die schon jemand weggeschafft. Gepard von. Okay. Safe. Ah. Auto. Hack. Stahlschrauben, Antiperson. Dreimal Kerosin. Oh, Kerosin ist aber voll. Gut, fehlende Stiefel. Verdammt nochmal, die Big Daddy-Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Was für Vollidioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Bibliothek, hm?
Na schön. Hier noch was Nützliches. Eine U-Invent. Gut, wird erstmal gehackt. Autohacker. Ionisches Gel. So. Autohacker machen wir auch noch. Hm. So. Oh. Okay. Wir haben wohl doch etwas schon viel davon. Ich will hier ran. Wie ist irgendwas ohne Grund so schwer beschützt? Okay. Nehmen die Pfeile einfach ab. So. Gut. So, wen haben wir hier? Findet man auch nicht oft. So, MG-Patronen. Allen möglichen Kack. Okay. Die Stiefel sind nicht hier. So wie sie es eigentlich sein sollten. Aber naja, gut. Das kann man nicht ändern. Armored Escorts. Naja, das ist jetzt der andere Raum, wo wir noch hätten reingehen können. Ich kann es nicht leiden, wenn hier irgendwas weiß auch rumrennt. Wo bist du, mein Liebling? Ja, komm her. Mama, das ist mein Kind! Nein! Ihr bescheuerten Irren. So, wir nehmen alles mit. Ein Autohacker an der Tasche. Sehr schön. Mann. Oh shit. Sieh dich doch mal um. Hier gibt es nichts mehr zu retten. Ratchet ist ein Mausoleum. Eine gottverfluchte Friedhofgeisterbahn. Und du und diese Polen, ihr seid nur Gespenster darin. Warte nur. Bald wirst du es verstehen. Tschüss. Dir glaube ich nicht so ganz, Freundchen. Okay, war eine Leiche. Normale. Ja, hier wurden wohl die Typen in die Anzüge praktisch rein operiert. Ich habe ja das Buch gelesen. Die werden da nicht einfach nur reingesteckt. Die werden richtig mit dieser Panzerung verschweißt, sodass die nicht mehr abgeht. Und deswegen ist das, was wir hier machen, eigentlich nur... billiges Imitat. Oh. Hier findest du den Anzug. Ne, weißt du? Big Daddy Anzug. Eine Schande, dass es so gelaufen ist, Kleiner. Wir beide hätten hier unten den Laden schmeißen können. Jetzt gibt's für dich nichts mehr. Ich war nicht derjenige, der die Beziehung so hat enden lassen. So, Big Daddy Anzug. Verleiht dir 25% Widerstand gegenüber allen Schäden. Irgendwas sagt dir, dass du das auch brauchen wirst. Gut. Das ist gut. Wir schaffen es noch, dich zu einem richtig abstoßenden Monster zu machen. Der Helm und ein paar Stiefel und schon sind wir im Geschäft, wie man so schön sagt. Naja. Gut, aber ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit geachtet. Ich habe hier ein bisschen überzogen. Macht nichts. Wir machen jetzt hier an der Stelle hier einen Cut. Ich höre schon wieder eine Little Sister. Aber wie kümmern wir uns das nächste Mal? Obwohl, wenn die hier schon mitkommt, egal, um die kümmern wir uns noch. Aber das wusste auch nicht.
bei mich. So, Little Sister, wir retten dich. Komm, ist gleich vorbei. So. Danke, dass du mir geholfen hast. Gut. Das wollte ich mich noch kümmern. Jetzt mache ich den Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mal sehen, was wir da für Big Daddy-Teile noch finden. Also, tata!